Einer sagt so zu mir, frag ihn mal bitte, ob er sich selber einwechseln würde oder sich selber Nein, verkaufen würde. Ding. Ich habe das einzige so ähnliche ist NFL Fantasy, ne? Also Normal. Community Kickbase für NFL. Normal. Das zock ich Bin ich auch. dritter von, nee, ach, siebter von acht oder so geworden. Das ist schlecht. Und mein Aber Domme ich bin auch Schad, der schlecht. neben mir sitzt in der Kabine, der hat mich bei Kickbase geholt. Dann immer jede Woche so, ne? Bruder, ach, war jetzt nichts am Wochenende und jetzt da und so. Und das Geile ist, also ja, weil er hat noch andere Stimmen auf der Bank. Dann ein Spieltag war so geil, Abschlusstraining, Bruder. Ich komme wieder, ich fahre mal eine Stunde zum Training, Autobahn, ne? Auf Krampf, ich komme mit Frikadellenbrötchen in die Kabine, so, ne? Ich knall mir das so rein für Abschlusstraining. Der guckt, der sitzt so am Handy, so. Der hat rausgenommen, Bruder. So ist, was ist das für ein Profi? Das krass. Hast du da getroffen wenigstens dann als Korb? Boah, gute Frage. Weiß ich nicht. Das ist ja gut gewesen, alles Kann gut. sogar echt sein, dass ich getroffen habe, wirklich jetzt, weil das, ich glaube, das war sogar so. Glaube ich sogar. Der ist Keine bestimmt gut Ahnung. geplatzt. Ey, siehst du jetzt den Chat? Hast du hinbekommen? Ja, also Leute, ne, wenn hier irgendjemand Scheiße schreibt, ich schreibe mir das alles auf, diese Usernamen, und ich finde euch. Ich finde, und wie bei, was war das? 96 Hours war das, ne? Oder hör auf, der mit dem war nicht zu spaßen, ne? Lieben, lieben. Ich werde euch finden und töten. Und so, weil er Todesangst bekommen. Aber das war ein krasser Film damals, ne? Man hat schon Angst bekommen, auf einmal nach Paris zu fliegen. Nee, nee, Bruder, auch Istanbul. Bruder, du bist weg. Da findest du keinen. Was Ja. willst du mir erzählen? Der findet die da Die irgendwie. wären for real weg. Die wären in Istanbul noch so. Terence kommt zu Hertha. Ich war doch bei Hertha, hat nicht gereicht. Irgendwo war klar, dass die ganze Zeit jetzt irgendwas mit Hertha schreiben werden, Digga. Was Hertha, Hertha. Du kommst, du hast ja nicht, ich hatte dich ja damals sogar gefragt wegen Olympiastadion, aber du hast ja nicht im Olympiastadion gespielt, leider, wa? Höchste der Gefühle war Amateurstadion und Friedrich-Jahn-Stadion. Irgendwo, ist das nicht schon Osten? Friedrich Jahn, ja, normal. Friedrich Ja. Jahn Sportpark ist aber trotzdem auch ein geiles Stadion, kann man nicht Ja, sagen. oder war aber super Heimspiel, ne? Dreiviertel Stunde durch Berlin fahren, Alter. Aber egal wohin Berlin fährst, eine Dreiviertelstunde eigentlich, wenn du von A nach B fährst, Digga, das ist ja riesig. Kennst ja nicht. Bei dir durch deine Stadt kann man ja wahrscheinlich durchjoggen. Lautern, was? Du bist ja nicht in Lautern, oder? Du Nee, kannst auch da bei dir durchjoggen, so locker. ja, Dorfleben besser. Guck mal, was ich dich angezogen habe heute, weil du NFL. Gefällt mir, gefällt mir. Salute Service. Salute to Service, Digga. Ich Ja, hab ey. einfach euch supportet bei Army, Digga. Ich Aber nicht mit kaufe Absicht. Mein bester mir Freundet. auch jedes Jahr Salute to Service Jersey und diesen Pullover, der ist geil. Die sehen fresh aus, aber man Ja, unterstützt Mann. einfach Army. Ist schon komisch Und vor allem, irgendwie Bruder, jedes Jahr hauen die ja selber raus. Aber ich Die falle sind. jedes Jahr drauf rein. Die Sieht sind. halt Die geil aus. Marketing. Die wissen, wie man das macht. Die wissen, wie man verkauft. Naja, siehst du ein paar Fragen. Wenn du eine Frage, wenn du mal in den Chat reinguckst, wenn du eine Frage siehst, die du beantworten willst, kannst du so machen. Mach dir mit allem keinen Stress. Aber Worte zu Özil. Also, bei mir ganz klare Meinung, wenn der in einem funktionierenden Top-Team ist, absolute Weltklasse, brauche nicht über Real drehen. Aber war auch ein Spieler, wenn das gar nicht läuft, der tut nicht mal eben kurz das Spiel so umdrehen. Weißt du, was ich meine? Das stimmt, das Dann ist er stimmt. ein bisschen mitgeschwommen, das muss ich schon sagen. Aber Safe. wir brauchen gar nichts erzählen über Özil. Der ist ja mal so heftig Du warst gewesen. ja, wir haben uns ja deine Geschichte gegeben, gerade nochmal mit Chat zusammen so. Mich hat nur interessiert, ich habe ein bisschen so deine Karriere so durchforst. Ich war so, wie war das, als du dein erstes Tor gegen Dortmund geschossen hast, Digga? Aber crazy. War auch Hast crazy. In du Darmstadt. gejubelt? Natürlich, Bruder. Hast du Sie glauben doch. Nein. Overdeck gemacht? Ich immer so. Also, ich habe doch so ein Auge tätowiert, was mein Zyklopenjubel. Den mache ich immer. Ist Zyklop irgendwas von Herr der Ringe? Nein, gar nichts, Bruder. Ich habe einfach spontan so tätowieren lassen. Dann hat er gesagt, ein Auge wäre geil. Ich feiere Augen gar nicht. Der war aber einfach krass, der Tätowierer gemacht. Und dann stehe ich so vorm Spiegel. Und dann auf einmal so. Und dann habe ich beim nächsten Spiel mal den hier Das gemacht. ist stark, das ist Ja, stark, das ist ja, stark, das ist stark. Davor, ich habe noch so geguckt bei Rapid Wien, als du da warst, du hast so öfter Flickflex gemacht und sowas. ja. Einmal, Bruder. Ich hatte jetzt bei Halle auch nochmal einen gemacht. In der Luft, beide Beine Krampf, beide Waden direkt ausgewechselt danach, weg. Digga, what the fuck? Darfst du nicht nochmal machen auf jeden Fall jetzt, ja? Sagst du, ist vorbei Ich dafür? will ihn aber einmal noch bringen. Du Mit auf musst. die Nicken haben, aber mal gucken. Mit auf. Es gibt ja so ein FIFA-Jubel, wo die fast sterben gefühlt, wie das so aussieht. Oder ich habe das auch einmal irgendwo vor ein paar Jahren im Training gemacht, da bin ich auch fast gestorben. Du brauchst Adrenalin dafür. Ist so. Chat fragt, wie es Rammstein Airbase war. Da wart ihr, ja? Traum, ist einfach ein Traum. Das ist ja, wie gesagt, amerikanischer Boden. Da hat Deutschland gar nichts zu melden. Wir haben heute so eine Tour gemacht mit der Mannschaft. Ich war ja schon ein paar Mal da. Also das Coolste ist ja das Shoppen sozusagen. Food Court, Supermarkt. Oder was meinst du, Ist was da da noch? Walmart drin? Ja, so ähnlich. Du kannst halt alles kaufen, von MacBook über Sportsachen, Couch,
Auto, da Echt, eigene Auto? Tankstelle. Benzin kostet gerade 90 Cent. Die beschweren sich, dass teuer ist. Digga, die haben Ja, andere Leben dort, Digga. Die leben ganz ja. eigene, die leben in einer ganz eigenen Welt dort, wa? Dann hatten wir Führung, waren ja gerade. Ich habe sogar ein Bild geschickt, wie heftig Yeah. da wie ein Kind im Cockpit sitze von diesen Soll ich Cargo-Planes. das leaken an Chat? Ja, könnt ihr gucken. Ja. Digi, da passt einfach ein Panzer rein, ne? Das ist krank. Das ist Also, dein Bild, wirklich. wo ich drin saß, aber daneben eins. Ey, das ist krank. Bruder, wäre ich Pilot, da lädt jemand einen Panzer rein, ich heb mich ab, Bruder. Digga, das, ich frage auch so richtig Holz, wie ich bin als erstes. Digga, seid ihr da wirklich gefahren und so, geflogen und so? Ich möchte sogar Autounfall mit dem Flugzeug bauen, Bruder. Hör auf, Alter. Krass, was fährst du für ein Auto? So ein, wie ich dir geschickt habe vorhin, so ein, I Oh, got das my Ding. truck, I got my. Ich hab aber als ich in Toronto ein halbes Jahr war, habe ich gesagt, ja, yeah, jetzt, now or never, habe ich einen GMC Sierra Pickup gehabt. Oder die Scheiße war größer als ich, mit so, musst du reinsteigen, so über Treppen. Boah, das war so geil.